Seid gegrüßt und willkommen zur 5. Episode meiner Sekiro Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich überlege gerade. Am besten wäre es da hinten. Wow, der läuft auch rum. Was zum Teufel? Die da hinten anzugreifen. Wobei ich überlege auch gerade, ob die den Leichnam vielleicht irgendwo sehen. Ich dort hinten hinterlassen habe. Oh Mann. Oder ich gehe erst da hinten hin. Da ist ja auch noch irgendwie ein Typ da hinten in diesem Häuschen. Dass ich den vielleicht erstmal umhaue oder so. Nicht, dass der auch noch angerannt kommt. Am besten wäre es natürlich, wenn ich gegen den Großen hier kämpfe, ohne dass die ankommen. Dass sie mich auch nicht sehen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die drei angreife. Wo ist der Große jetzt wieder hin? Ach, der läuft da. Und dann nur den hintersten quasi alarmiere. Mal gucken. Große. Oh, diese Hosen. Treffer fahren und lauf weg. Hallo, ich block doch. Ja, dann halt nicht. Mein Plan hätte funktionieren können. Aber dann mach ich's halt nochmal. Sterben. Nee, das krieg ich nochmal hin. Wieder den einzelnen da oben. Dann die, die angerannt kommen. Dann den einen, der. Obwohl, ich könnte erst den einen versuchen, der auf mich schießt. Oder erst den hier in der Ecke. Moment mal. An der Ecke. Laufen ziemlich viele rum. Moment mal, das kriegen wir hin. Mit einzeln kriegen. Was ist denn hier noch Schönes? Springt er einfach ganz runter, anstatt sich anzuhängen. Mann! Ist hier noch was? Mal eben gucken. Nö, sieht nicht so aus. Was ist denn das hier für ein Pfad? Hätte ich mich hier... Wow. Gut, so kommt man auch woanders hin. Ziemlich schnell. Was ist denn hier? Dass wenn ich bis dahin komme... Ich meine, ich kann es hier drüber versuchen. Nein, 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 nein. Okay. So, oh, cool. Das versuche ich jetzt nicht nochmal. Ich gucke, dass ich wieder hier... Ich komme hier nicht mehr hoch. Oh je. Ich kann doch hier... Hier komme ich doch bestimmt hin. Moment mal. Sprinten wir so. Och, der springt aber weit. Hätte es vielleicht doch geschafft. Die Frage ist, wo ich jetzt überhaupt hinkomme. Was hat der denn? Der hat ja eine richtige Kanone in der Hand. Oh je. Ich heile mich mal mit dem Kürbisfläschchen hier. Oh Gott, hoffentlich hat es keiner gesehen. Kann ich denn hier mit hin? Da sieht mich doch jeder. Hoch. Den könnte ich ja von hinten erwischen. Wäre vielleicht auch ganz gut. Schwarzes Schießpulver. Diese schwarzen Körnchen sind eine Rohform von Schießpulver. Kann für alchemistische Prothesenmodulverbesserungen einschließlich solchen mit Schießpulver und okkulten Mächten genutzt werden. Für die einfachste Form des Schießpulvers gibt es viele Anwendungen. Okay. Gut. Da steht ja noch einer. Nicht mitbekommen. Da stehen zwei. Oh je. Muss man eben von hier aus schauen.
Ich meine, einen will ich davon, aber nachher kommt der eine auch noch angelaufen. Aber ich denke, die beiden, wenn ich hier irgendwie was zu... Ah, hier sieht man doch nichts, oder? Moment mal, ich gehe mal eben dahin. Wow, da ist ja auch noch einer. Ich bin gar nicht da. Hat er mich gesehen? Der muss mich gesehen haben. Hat er nicht. Ich sehe halt nichts. Weil der anvisiert ist. Das ist doof. Da. Das ist laut. Ich lass mich jetzt auf den fallen. Gucken, ob das geht. Die haben es nicht mitbekommen. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt gehe ich mal hier hoch. Ich versuche jetzt, die auch noch zu besiegen. Wer ist ein gefährlicher von beiden? Hm. Guck mal, dass ich erst den da angreife. Den kann ich vielleicht runterstoßen. Mit Glück geht's. Ich sag, der von hinten kommt auch noch. Ey, warum kann ich den nicht anvisieren? Der hinten hat es nicht bemerkt. Gut. Na komm. Theoretisch kann ich den da hinten auch noch mitnehmen. Aber der wird, weil hier ja das Tor zu ist, wird er mir gar nicht auf den Sack gehen. Okay, was haben wir denn hier noch? Finde ich hier überhaupt noch einen Gegner? Irgendwas anderes? Ich wette, hier ist gleich auch wieder einer unten. Oder liegt was? Da muss ich hin. Steh halt nicht so auffällig hier rum, Typ. Kügelchen, danke. Ich weiß ja nicht, ob ich die jetzt benutzen möchte. Oh oh, das war zu laut. Dann wieder hier hoch. Dann hier hin. Die Frage. Ist hier noch was? Hier brennt es einfach nur ein bisschen viel. Hm, ich gehe mal dahin. Oh, da ist wieder was zum... Oh, da ist wieder so eine Statue. Oh, es ist hier verrußt. Was ist das? Was ist das? Und da hinten ist noch was. Oh, und hier ist ein... Was auch immer, Vogel. Wieder so ein Hahn. Was ist denn das hier? Warum? Und weh, es gibt dann so ein Achievement, keinen Hahn getötet oder so. Muss ich hier selber hin? Hm, gucken wir mal. Na cool. Ich muss aber hier einmal dran, damit das hier registriert ist als Reisepunkt, ne? Genau. Hm, Geistembleme, nö. Was waren hier nochmal überhaupt? Geistembleme kaufen? Nee, oder? Nee. Ach, ich brauche hier die Perlen. Irgendwo war da noch was da hinten, ne? Ne, wo ist denn das da? Ich sehe aber auch keine. Ist der. Die Statue so laut? Oder ist das hier das. Der Wind? Naja. Ich gehe jetzt mal hier hin. Oh, da sitzt einer. Aber ist das ein Gegner? Also einer, der kämpfen will? Oder ein Händler? Ich weiß es nicht. Mann. Ich müsste theoretisch da hinten mal eben hin. Ah, ich habe was eingesammelt. Okay. Gut. Ich wollte mich von hier aus schauen, ob ich da was sehen kann. Aber hat sich dann ja erledigt, weil ich runtergefallen bin. Oder ist wieder einer? Okay. Oh. Überrest berühren? Okay. Warum liegen da tote Pferde? Hm. トムラってやらねば、クロフ様、エマド、平田から逃れてきたもの、他には、もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。リフィンを狙う者は耐えぬ。平田の者たちを、私が巻き込んでしまった。オッケー。
Ja, tote Pferde. Ich gehe jetzt mal da vorne hin. Guck mal, was das hier für einer ist. Oder eine. Was bist denn du? Ei. Jene Nacht? Okay, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Nicht genug Cent, okay. Wie es aussieht, habe ich zwischen 0 und 9 Sen. Oder 9,9 Sen. Ja. Große Hilfe, Händler, danke. Gehe ich halt wieder Gegner töten. Wo sehe ich denn? Moment, mal eben kurz schauen. Wo sehe ich denn mein Geld? Ach, da unten rechts, das ist ja das Geld, dieses Kügelchen da. Habe ich hier den Mauszeiger? Hier. Ja, das hier ist das Geld. Das kann man so mit so Bändchen zu so Ketten quasi machen. Was ist das hier? Für Level Up oder was? Keine Ahnung. Angriffskraft 1, bla bla bla. Ja, ich gehe mal hier weitermachen. Ach, das sind zwei. Ach komm. Mal eben gucken. Von da aus. Die Lage überblicken. Oh, da liegt wieder was. War ich da oben schon? Da war ich noch gar nicht. Oh, lauschen. そういうお達しじゃけ。お達しね。変わっちまったな、アシナの戦も。Okay, es geht wohl um den da hinten. Und er hat wohl Angst vor Feuer. Oder ist da verwundbar? Ich schaue erstmal, dass ich da hinten hinkomme. Mit dem Kran hier hole. Ach, ich kann ja hier hinlaufen. Oder? Ja. Oder ist er sich nie? Okay, da hält sich nicht fest. Auch gut. Was auch immer ich da einsammle. Und war das jetzt schon alles? Wo sind die beiden Typen denn jetzt hin? Da. Ich mach mal wieder von oben. Jetzt klappt. Oha. Was ist das für ein Typ? Oh, sei still, ey. Ich greife jetzt den hier an und guck mal, was passiert. Beide ausgenockt. Ach, den habe ich schon down. Wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der sehr aggro ist da oben. Ein bisschen rot sind die Augen ja schon. Angeketteter Ogre, ja super. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Greifangriffe können nicht pariert werden. Schaden lässt sich nicht vermeiden. Doch wenn du wegspringst oder sprintest, kannst du Greifangriffe vermeiden. Manchen Greifangriffen kannst du auch mit einem gut getimten Ausweichschritt entgehen. Okay, also hüpfen, beliebige Richtung springen und halten. Ach, halten und springen, was? Ach so, sprinten, ja, Ausweichschritt. Gut getimt, das kriege ich bestimmt hin. Ach so, das war schon so ein Greifangriff, okay. Hat ja gut geklappt. Das bitte. Ja, genau. Macht auch noch Schaden des Todes.
Ja, sterben, glaube ich. Ach du Kacke. Die darf mich ja gar nicht treffen. Ein Nachtauf fehlt immer gut nach, mit der ein Dunkelheit aus, wo ich gut sehen kann. Die will ich jetzt angebaut und schreibe eine automatische Kraft. Okay. Göttliche Hilfe. Okay. Wieder vergessen, was das war. Ich gehe erstmal wieder die Sachen einsammeln. Ihm habe ich ja schon. Habe ich jetzt das hier eigentlich gesammelt oder nicht? Moment mal. Oh, irgendwer hat mich gerade gesehen. Hä? Oh nein! Der Vogel ist wieder da. Hallo? Kommt der jetzt auf mich zu oder was? Kann er vergessen. Okay. Ich werde am besten die beiden wieder angreifen. Will noch nur hier. Wie weit ich komme mit dem Lauf. Zum. Wo? Immer noch der Vogel. Jetzt mal gegen den anderen kämpfen. Der andere, der sieht mich gar nicht, der andere. Wow, das ist doof. Und der reißt sich doch jetzt auch bestimmt schon los. Ja, sag ich doch. Ich bin aber gerade echt gespannt, was du jetzt wegen des Ogers machst. Ob der sich jetzt um den kümmert oder nicht? Also hat der Oger sich um den Kleinen. Aber der Oger checkt das gar nicht. Ich glaube, der ist zu sehr auf mich fixiert. Oh ja, jetzt. Okay, der will nur mich. Jetzt hat er mich gesehen. Ich frag mich auch gerade. Können die normalen Gegner irgendwie was werfen oder so? Ich muss jetzt quasi gegen den Oger kämpfen und der wird wahrscheinlich nicht mir helfen, der Typ da unten. Na, super. Mal gucken, ob ich den irgendwo hinlocken kann. Ich meine, der mag kein Feuer. Und hier war doch irgendwo super viel Feuer. Moment mal. Ah ne, es war da hinten irgendwo. Schade. Okay, Feuer. Das heißt ja, ich sollte irgendwie diese Feuerpfannen umstoßen. Ich gehe erstmal hier hin. Oder hier. Nein, 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 nicht runter. Oh Gott. Ah! Hallo! Ich bin noch nicht bereit. Warte doch mal kurz. Mann. Oh, immer Doppelsprung mache ich die ganze Zeit. Ja, Kühlchen, ich weiß. Kann ich das mal eben testen, ja? Habe ich jetzt wieder dran wahrscheinlich. Okay. Ja gut, dass er so gar nicht übertreibt. Kann ich denn hier meinen Sprunggedöns machen? Oder das geht nicht. Ich einfach nicht wegkomme, wenn er das macht. Nee.
Stoßangriff halten? Ja, das kenne ich ja. Danke. Greifangriffe, ja. Richtig timen. Ich habe ja gesagt, das kriege ich bestimmt super hin. Oh, ich muss diesen Vogel jetzt hier erstmal erledigen. Der nervt mich irgendwie schon die ganze Zeit. Also gerade. Ja, jetzt klauen mir hier noch das Leben. Danke. Was soll ich halt machen? Ich muss halt gegen die kämpfen erstmal. Wieder wie vorhin. Also beim ersten Mal runterspringen, den einen töten, dann den anderen. Wie man es halt macht. Oh, komm, geh hoch. Am besten gucken, wenn ich den Ogre dann irgendwie von hinten wieder angreife oder so viel Schaden wie möglich am Anfang raushaue, solange er nicht sich wehren kann. Ja, der ist aber schon angepisst und kommt jetzt auch gleich. Das bringt ja viel mit dem Feuer hier. Ja, es geht. Ja, bring mich halt ganz um. Ja, das hat echt gut geklappt. Ich hau ab. Ich hätte eventuell noch mal lauschen sollen, was die so zu erzählen haben. Ich weiß auch gerade nicht, wo das da. Ich war noch gar nicht anvisiert bei ihm, oh Mann. Oh je. Ich denke, das sollte ich vielleicht etwas üben mit dem Aus. Vielleicht kann mir der Typ wieder helfen beim Üben von Greifangriffen auszuweichen. Na, ich schaue mir das mal an. Bis zur nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, ob ich diesen Ogre jemals besiegen werde, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.